Moin. Mein Name ist Sippi der Jung. Ich, kurz halt eben zur Vorstellung. Ich, bin ja so hobbymäßig quasi Streamer, Content Creator und so weiter und so fort. Hab mit Magic 2019, ich glaube zum Beginn von M20 oder sowas angefangen. Das war mein erstes Set, das ich so richtig mitbekommen hatte. Bin vor allen Dingen über Arena dazu gekommen und vor allen Dingen darüber, wie Florentin Will das bei den Rocket Beans gespielt hat, und habe dann mal so ein bisschen zugeguckt und mir gedacht, ach guck mal, das sieht ja interessant aus, kann man ja mal machen. Ja, und habe mich sofort in das Spiel verliebt. Ich finde es sehr interessant, ich finde es extrem taktisch, ich finde es extrem cool. Bin dann über Florentin Will, den ich gar nicht mehr so oft heute gucke, halt eben auf so Streamer wie Rockies oder auf Content Creator wie Covert Go Blue oder Deadweight oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Bin ich dann halt eben darauf gekommen und genau, hatte halt eben so ein bisschen mir überlegt, das auch irgendwie mal zu machen. Ich fand das immer sehr interessant, den Decks vorzustellen. Ich finde, gerade im deutschsprachigen Raum gibt es ja nicht so viele Angebote. Ja, da habe ich mir halt eben mal gedacht, keine Ahnung, so einen kleinen, ja, so ein paar Videos hier und da kann man bestimmt mal raushauen. Vielleicht ist es ja auch interessant, vielleicht ist es ja auch lustig, dann mal so. Ja, wie ich mich selber einschätzen würde, ist, ich bin überhaupt nicht kompetitiv, also wirklich null. Das ist mir wirklich völlig egal. Und ich hasse Counterspells. Ich hasse Counterspells. Ich habe ein Deck, ich will damit ein paar Sachen machen. Und der Gegner ein Deck, der will damit ein paar Sachen machen. Und wenn die Sachen, die der Gegner machen will, cooler ist, dann ist es halt immer so, dann gewinnt das halt. Ist halt so, kannst nichts machen. Naja, nur so ein bisschen zum und Counterspells nerven einfach eine Ultra und lassen einfach gar nichts zu, das ist verkacke. Removal ist reine Potage auch so, aber naja, ich sehe es da mal ein bisschen anders. Wir haben jetzt gerade fast 3 Uhr nachts, deswegen nicht wundern, dass ich ein bisschen ruhiger bin und ein bisschen leiser hier. Das ist dann geplant so. Und genau, was ich jetzt machen wollte ist, ich würde euch gerne mal ein Deck zeigen. Ein Deck, das ich heute gesehen hatte, das eine Version davon hatte ich schon generell bei mir selber in meiner Decklist drin. Und Covert Go Blue hatte dann heute dazu ein Video gemacht, hatte ein anderes Deck gespielt. Und in den Kommentaren, ich kann euch das mal zeigen. Toll, ne? Ist es dann? In den Kommentaren, hier ist das Death Touch Tribal in Diamond, ist das Video von Covert Go Blue. Und in den Kommentaren habe ich eine Deckliste gefunden, wo ich mir direkt gedacht habe, ach du Scheiße, das könnte echt Potenzial haben. Das ist einmal von Reinhardt, Grüße gehen raus an Reinhardt. Unfassbar geile Deckliste. Die hat er hier reingestellt. Und eine ungefähre Version davon spielen wir heute. Ein paar Dinge können wir leider nicht machen. Wir haben nicht 3 Chevill Bane of Monsters leider mit drin. Und irgendwas mussten wir noch cutten. Typhoid Rats. Überhaupt gecraftet? Cool, muss ich mir mal angucken. Ach doch, da sind die 4, hat er sogar davon reingepackt. Ich dachte, es wären nur 2. Okay, interessant. Muss ich mir das mal angucken. Ich habe jetzt erstmal dieses Deck hier erstellt. Und zwar ist die Idee des Decks folgendermaßen. Also es gibt 2 Win-Cons oder 2 Hauptkategorien. Erstmal Fynn, the Fangbearer. Was macht Fynn, the Fangbearer? Normalerweise sind Death Touch Creature, haben nicht so eine große Attacke, weil brauchen sie gar nicht. Es reicht ja nur ein Damage und der Gegner ist schon down. Fynn, the Fangbearer wiederum macht es so, dass schon ein einziger Damage ultra tödlich sein kann, weil du musst den Gegner nur 5-mal mit einem Death Touch, Kreatur attackieren und direkt attackieren, und dann kriegt er 2 Poison Counter. Und sobald er 10 davon hat, ist er down. Problematik, Fynn muss dabei aber auf dem Feld sein. Und viele Gegner wollen Fynn sehr, sehr gerne removen und sehr oft. Das heißt, wir versuchen Fynn möglichst oft, sobald wir den mal haben, wiederzuholen. Das machen wir einmal mit Call of the Death-Dweller und das machen wir einmal mit Lurrus. Lurrus können wir dann auch holen. By the way, Death Touch heißt auf Deutsch Todesberührung und Lörres heißt Lörres, deswegen habe ich das Deck dann Lörresberührung genannt. Ja, gehen wir mal zu den anderen Punkten. Die anderen Karten. Die andere wichtige Keykarte neben Fynn ist Hateful Eidolon. Warum Hateful Eidolon? Card Draw ist in Magic ultra wichtig und jedes Mal, wenn eine verzauberte Kreatur quasi stirbt, kannst du mit Hateful Eidolon Karten ziehen. Das ist sehr geil, mit Billing Removal Spells wie Deadweight von Myers Grasp. Ultra günstig. Sind ungefähr so ein bisschen wie Schock und ja, Lightbolt quasi, kann man sagen. Lightning Bolt. Nur halt eben in schwarz. Und sobald du halt eben dann damit kleinere Creature von dem Gegner weghaust, dann kannst du halt eben eine Karte ziehen. Das ist ultra wichtig, um den Flow aufrechtzuerhalten. Und sobald wir nicht direkt am Anfang Fynn haben, dass wir aber dennoch irgendwann mal wenigstens die Möglichkeit haben, Fynn zu bekommen. Genau, Call of the Death-Dweller kann zwei Karten halt eben wieder vom Friedhof aufs Feld holen, sobald sie die zusammengerechnete Mana-Kosten von 3 oder weniger haben. Und Lörres, damit kannst du eh ein oder zwei Mana-Creature sofort halt eben wieder zurückholen, wozu halt eben auch Fynn gehört. Wichtige andere Kreatur ist noch Chevill. Chevill macht jedes Mal, wenn dein eigener Upkeep ist, also du musst quasi Chevill spielen, dann hat der Gegner Entzug und dann bist du dran. Bei deinem Upkeep kannst du einen Counter auf den Gegner machen, auf eine gegnerische Kreatur, und sobald diese gegnerische Kreatur stirbt, während Chevill noch auf dem Spielfeld ist, kannst du auch wieder eine Karte ziehen. Ist auch sehr geil gewesen. Leider ist es eine Mythic. Ihr seht hier bei den Wildcards hier die Mythic Rare, ist es leider eine davon. Wollt ihr jetzt nicht dafür verschwenden, wir sind erst ganz am Anfang des Sets Kaldheim. Deswegen, ja, habe ich leider nur 2 von denen im Deck. In dem Deck sind eigentlich 3 vorgesehen, also in der Deckliste, die da gegeben wurde, aber ist halt nun mal so. Was ich auch nicht mehr ebenso machen konnte, war die... Wie ist denn das Land nochmal? Kleiner machen. Irgend so ein Shapeshifter-Land. Shapeshifter-Land, wie hieß das? Faceless Haven, genau. Das ist leider auch relativ teuer. Kannst du kurz schauen für euch. Faceless... Haven. Und ihr seht schon allein daran, dass es nicht kommt. Ich habe es noch nicht collected. Und dafür wollte ich meine Rares jetzt auch nicht aufwenden. Es gibt viele geile Rares in Kaldheim. Und ich weiß noch nicht, welches Deck ich dann genau spielen möchte. Und ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass Faceless Haven so wichtig ist. Aber eine hypothetisch könnt ihr auch dafür craften und auch mit da reinpacken. Wir müssen uns jetzt halt eben damit begnügen, dass wir stattdessen diese Deckliste halt eben hier haben. Da wollte ich aber mal kurz was ändern. Ich wollte nämlich einmal noch... Von einem mehr, hier von einem, weil wir arbeiten mit Snow-Covered Swarms. Voilà. Wir arbeiten mit Snow-Covered Swarms und Snow-Covered Forests. Warum arbeiten wir damit? Weil wir einen guten Removal-Spell dafür haben, den wir gut nutzen können. Das ist einmal Blizzard Brawl. Blizzard Brawl macht, dass eine unserer Kreaturen gegen eine der Gegner kämpft, was mit Death Touch ultra geil ist, weil egal wie schwach deine Kreatur ist, der Gegner stirbt. Und sobald du 3 oder mehr Snow Permanents hast, kriegst du noch +1/+0, was bei uns nicht so wichtig ist, aber indestructible. Das heißt, deine eigene Kreatur stirbt nicht. Sehr, sehr wichtig. Spielen wir alles zusammen mit sehr, sehr günstigen Ein-Mana-Creaturen. Hier, der Foulmire Knight kann auch mal ab und zu helfen, dass du auch mal eine Karte ziehen kannst. -1 Life ist eigentlich, kannst du eigentlich locker aufnehmen dafür, dass du eine Karte ziehst. Und ein paar Removal-Spells haben wir, wie Bloodshy Thirst. Ja, Blizzard Brawl habe ich ja gerade schon genannt. Mire Triton hilft uns ein bisschen das Graveyard voll zu kriegen, damit Call the Death-Dweller etwas hitten kann. Ja, und das war dann eigentlich das Deck. Hier noch ein bisschen was zur Mana fixen und genau, das ist dann die Sache. Hier kannst du dann später noch ziehen, falls wir den Ring Barrel eben noch haben wollen. Genau, ich habe ein paar Spiele gespielt. Gehen mal rüber in den anderen Screen. So, ja. Gehen rüber. Ihr seht ja schon, ich habe die 15 Dailies jetzt heute schon durchgemacht. Das mache ich sonst nie. Wirklich nie. Gehe mal rein, mache meine Dailies, die irgendwie... Also hier die Daily-Aufgaben für die 500 oder 700 XP oder 750 XP. Und danach beende ich eigentlich immer, aber... Das Deck hat mir so viel Bock gemacht, dass ich das halt eben direkt durchgespielt habe. Hier die ganzen 15 Siege oder sowas. Ich gehe in die Play-Queue, mache die Lörresberührung und... Schauen mal, was kommt. Muss mal schauen, ob das nicht... Ich glaube, das ist ein bisschen laut im Verhältnis mit meiner Stimme. Ich korrigiere es mal ein bisschen. Ich hoffe, es reicht aus. Und wie gesagt, ich muss generell ein bisschen leiser sein. Ist es schon knapp 3 Uhr. Okay, wir sehen, wir haben schon mal Hateful Eidolon und Myers Grasp. Das ist eine gute Kombi, um schon mal... Ja. seht ihr mal, wie gut das Deck ist, ne? Erstes Spiel, erstes Video, schon Win. Also schon gut. Schon gut. 100% Winrate, also das wünscht man sich auch immer. Hat sich keinen erzählen. Okay, vielleicht wird es ja beim zweiten Mal was. Spielen gegen Mr. Bungel. Also, oh, Mana Base ist super. Wir haben Removal, wir haben zur Death Touch Creature. Englisch nicht gut. Das ist eine okay Hand. Ja, müssen wir so keepen. Aber rein hypothetisch würden wir gern entweder den Eidolon sehen. Wenn erstmal das rumkommt, dann die Red. Eigentlich würden wir lieber gern den Eidolon sehen oder aber Fynn. Fynn wäre echt super. Da kommt Fynn. Jetzt die Frage, wollen wir direkt offensiv gehen? Ich würde sagen, ja. Nochmal direkt. Aber der Gegner spielt. Schwarz-Weiß ist es Rogues. Der aber schon mal nicht E-Skill und Forster gerade gehabt, um rein zu flashen. Das ist eine gute Frage. Was spielt der Gegner? Agonizing Remorse. Jetzt nimmt er mir seine Hand. Jetzt nimmt außer das Land. Eine andere Death Touch Creature genommen. Ist jetzt schon bei 6 Death Touch Countern. Der muss sich beeilen jetzt, der Gegner. Hoffen wir Lörres. Wenn der Gegner gerade Agonizing Remorse gespielt hat, aber der braucht ja irgendwas, weil der muss was spielen gleich zum Blocken. Oder aber wir removen das ganz easy. Das ist jetzt schon unter Druck. Der hat irgendwas auf Hand, mit dem er Fynn killen kann. Wir greifen das mal an. Das war's. Sorry, Mr. Bungel. So kann er spielen auf mit dem Deck. Das war jetzt aber wirklich komplett optimal. Das läuft nicht immer so. Definitiv nicht. Eine Minute 20. Anscheinend ist das Duell schon vorbei. Ja, jetzt ist der Draw-Song gekommen. Ja, okay. Das Spiel backt gerade rum. Sorry, Jeff Kohler. Jeff? Mein Name ist Jeff. Ja, da war es doch schon. Wir versuchen uns nochmal in der Play-Queue. Ich würde gerne einen Aufwärmspiel nochmal haben. Nach einer Potage haben wir schon 2 Wins. 100%ige Winrate. Aber ja, ich würde schon ganz gerne nochmal einen Aufwärmen-Match haben und dann mal gucken, wie wir es in der anderen Queue machen. 30 Sekunden. Wir spielen gegen Wales. Was hat der für ein Maskottchen? Ah, okay. Ja, ist ein richtiger Whale. Der hat schon komplett alles fertig gekauft. Wales sind, nennt man Leute, die sehr viel in solche Spiele dann quasi reinstecken. Das ist keine gute Hand. Mana Base ist super. Nur ein Creature. Nichts, was wir groß zurückholen wollen. Ehrlich gesagt mal. Vielleicht dumm? Ja doch, komm. Machen wir mal. Das ist schon besser. Brawl wegpacken, weil wir gerade kein grünes Mana haben. Auch kein Death Touch Creature. Da packen wir schon mal den Eidolon raus. Schon was der Gegner spielt. Dass er schon den Bär hat, die übrigens sehr hässlich sind, sorry, aber echt nicht schön aus. Kann ja nix. Blubber. Ach, fuck, das sieht ihr gar nicht. Jetzt kommt er voll creepy rüber. Okay, ich spiele keine Creature. Ich glaube, dass für ihn sogar besser ist. Sollen wir angreifen? Er könnte Rogue spielen, aber dann wüsste ich nicht, warum er den Snow-Covered Swamp hat. Wir haben das Risiko ein, aber nee, selbst wenn die Skeleton Faust hat, nur 1-1. Zwecks. Wenn einen reinflasht. Ich muss es durchgehen, ja, es geht durch. Und dann haben wir nichts zu tun in diesem Turn. Doch, er flasht rein, okay. Das sind Rocks. Das Matchup gegen Rocks ist sogar eigentlich ganz gut. Oh, das ist sehr gut. Bin direkt im Graveyard, kann direkt zurückkommen mit Call of the Death-Dweller, das ist richtig gut. Das Matchup gegen Rocks ist eigentlich ganz gut, weil wir sehr gute Early Removals haben für die. Mit Rot. Aha. Heraktos Rocks? Nur eine Flash-Wound. Und Call the Death-Dweller werde ich jetzt mit dem Eidolon. Das Touch-Counter kommt auf den Eidolon, weil er hat noch nichts und mindestens auf Fynn. Bisher 2 Karten im Graveyard und wir haben auch noch Graveyard-Hate, was sehr gut gegen Rooks ist. Weil die sehr davon abhängig sind, dass du mehr als 8 Karten im Graveyard hast. Das heißt Graveyard-Hate, aber wir holen immer wieder Karten, also Graveyard wieder. Und sie helfen uns dabei, mit Lurrus eine Auswahl zu treffen, was wir uns wiederholen können. Das ist schon gut. Das ist schon ein gutes Matchup. Noch nicht 3 Snow-Covered. Hat noch nicht 3 Snow-Permanents. Valky. Gar nicht mal so schlecht für uns. Kann es nichts außer Hand nehmen. Und wir können ganz easy beide removen. Und ziehen 2 Karten dabei. Das ist super stark. Also das Deck ist schon echt super gut. Bin mal das Forest, obwohl der hat das Swarm schon gesehen, aber der weiß eh, dass wir... Ja klar, wegen der Dings. Egal. Dann spiele ich einmal den Myers Grasp. Ist egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Der hat keinen Mana offen, kann nichts dagegen machen. Ziehe eine neue Karte. Land brauchen wir so langsam nicht mehr. Call of the Death-Dweller ist sehr gut. Der 2. Das verstehe ich auch noch nicht so richtig. Die müssen noch irgendwelche Ideen mit dem Poison-Counter haben, weil... Warum macht man nicht einen Poison-Counter und bei 5 verliert der Gegner? Warum 2 und 10? Das ist die gleiche Anzahl letzten Endes. Das ist ein bisschen doof. Ja, schön, füll mein Graveyard. Ah. Robber klaut mir nichts. Und Lörres kann ich noch nicht wiederholen. Ich kann gegen die... Ja, ich habe mir eher... Auf jeden Fall die Thief-Skill und Forcer removen. Und dass meine Kreatur stirbt. Und er ist kurz davor down zu gehen. Er hat kein blaues Mana, weshalb er mich nicht countern kann. Und irgendwie... Also Raktos Rocks verstehe ich gar nicht. Du kannst so viele Karten, die geil sind, nicht spielen. Egal. Da gehen wir nämlich nochmal live, wenn wir das so machen. Ist ja eh indestructible. Greifen wir mit beiden an. Und ich habe gesehen, dass wir einen Level haben, die können wir wiederholen. Und noch einen Eidolon. Ehrlich gesagt ganz geil. Death Touch. So, jetzt muss ich den Gegner mal ranhalten. Ist in einer sehr fiesen Lage. Nicht wegen der Lebenspunkte, sondern wegen dem Counter hier. Ist super unangenehm für den. Was auch eine super gute Kombi ist, ist Call the Death-Dweller behalten und irgendwie versuchen. Ist der Win. 3 von 0 bisher. Ah fuck, jetzt habe ich schon weggeklickt. Gute Kombi ist Call the Death-Dweller behalten und Lörres so früh wie möglich spielen. Weil wenn du Lörres so früh wie möglich spielst und der irgendwann removed wird, dann kannst du ihn mit Call the Death-Dweller wiederholen. Das ist eine sehr, sehr feine, coole Taktik. Problem ist nur, das hatte ich auch mal in einem Game gegen Weiß, dass mir dann die... gehen wir auf Ranked, komm. Wir versuchen mal mit Ranked. Problem ist dann nur gegen Weiß zum Beispiel, wenn es geexalt wird. Da kannst du nichts machen. Also der muss wirklich in deinem Graveyard sein. Im Exile bringt es dir nichts. Also wenn Lörres geexalt wird gegen Eleanor Creeps. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir haben kein grünes Mana. Das kann man eigentlich nicht behalten. Hm. Das Mana. Hm. Oh, und wir sind auch noch on the draw. Ein hartes Match, glaube ich. Chevill muss carryen. Ist okay. Jetzt kommt erstmal Tapped rein. Wir haben nur Tapplands leider auf Waffen. Hm. Oh ne, nicht die. Ah, okay, Croxa ist in Ordnung. Aber schmeißen wir weg. Ich glaube, Deadweight bringt uns nichts in dem Match ab. Obwohl, wenn es Raktos ist, kann Dingens kommen. Füllt den Graveyard von Lurrus später. Brauchen wir und an Einheit eigentlich auch. Hat mal Deadweight weg. Ich war's ein Fehler. Bei Deadweight können wir später nochmal mit dem Lurrus spielen. Und noch schwarz. Wir wollen eigentlich fast immer nur schwarz haben. So 3 Karten oder 4 Karten, die wir grün brauchen, aber sonst wollen wir eigentlich immer nur schwarz haben. Wenn wir halt Karten fetchen. Rap kostet das. Okay, er hat nichts gefunden im Graveyard. Not try. Und lieber Bane, weil wenn er gleich einen Zombie macht, können wir auf den schon den Counter packen. Das ist eine gute Idee. Hier, wie gesagt, lieber schwarz holen. Wir haben schon einen grünen Source. Lieber schwarz holen dabei. Das ist eigentlich im Stream aus. Ich muss nach oben. Also seht ihr den Bären, wenn er so macht? Ja. Das ist so noch. So dumm. Ja, mein Schwein kann weg. Oh, nochmal ein Deadweight. Nochmal ein bisschen Graveyards. Und er hat keine Creature für Chevill. Hat aber auch noch kein zweites rotes Mana für Croxa. Ey, das war ja voll für den Arsch, den Turret. Jetzt hat er ein zweites rotes Mana. Hateful Eidolon, das ist gut. Das ist sehr gut. Hm. Greifen wir an. Ich kann ja Croxa wiederholen. Ich überlege, ob ich den Deadweight runterschmeißen. Wir holen mal Loris wieder. Ich fast schon überlegen, wie wir Croxa aufhalten. Goldspan Dragon, damit hätte ich es nicht gerechnet. Das ist sehr gut, weil es ein 4-4er ist. Ein Death Touch Count hat. Oh, wir ziehen jetzt so viele Karten. Oh ja, jetzt ziehen wir jetzt viele Karten. Ah, oh, okay. Ich hab nur ultra viel Mana jetzt. Die Treasure Tokens sind Mana quasi. Jetzt aber doch 2 Karten ist schon mal ganz gut. Also, was uns halt fehlt, ist unsere Wincon gerade noch. ihm erstmal nochmal auf Schwarz. Wir haben fast nur Schwarzkarten gerade und dann können wir auch direkt Black Creature spielen. Ja, wir müssen so langsam mal unseren Kollegen holen. Nochmal ein Goldspan. Eklig, eklig. Ach, und holt auch noch Croxa wieder. Ich fast sogar für das Land wegzuschmeißen, weil Call of the Death-Dweller werden wir brauchen. Das ist fast schon safe bei uns im Deck. Land verlieren wir minus 3, aber das ist, glaube ich, gerade egal bei dem F-Point. Den packen wir gleich den Counter. Und auch machen, ist auch in Ordnung. Will er nochmal Croxa an? Der will den Death-Dweller loswerden. Boah, aber da muss er langsam aufpassen mit seinem Graveyard, kann er gar nicht. Ja? Doch, sagt 5 Other Cards. Doch, er macht's. Das ist risky. Das hab ich nicht gemacht an seiner Stelle. Bis der jetzt wieder den Graveyard voll kriegt. Deadweight. Ich glaube, gegen Goldspan Dragon können wir eh nicht so viel machen. Und die kriegen wir in einem Zug down, aber er will das auch im nächsten Zug machen. Mal auf Croxa. Weil es für ihn dann jetzt ultra scheiße ist, wenn der uns einmal blockt. Das heißt, wir greifen mit den Death Touch Creatures an. Kommt er hin. Wir ziehen eine Karte. Boah, jetzt habe ich aber Pech. Bei 18 Leben. Das unterschätzt man bei Chevill gerne. Der gaint auch jedes Mal 3 Life. Das ist schon echt gut. Ich würde eigentlich Chevill wieder spielen. Ich würde den Goldspan Dragon gerne klein halten. Weil der Gegner down. Der muss jetzt gut top decken. Er macht zwar immer Mana mit Goldspan Dragon, aber es bringt ihm auch nichts im Nachhinein, wenn er nicht gut top deckt. Könnte erst öfter Castle Locthwain, aber der ist schon ultra low am Life. Ich Lörres raushauen. Echt? Ihr greift an. Ich würde aber gern Whisky, der Kollege. Mal noch rein. Der muss jetzt langsam echt überlegen, was er macht. Ich bin wieder bei 18 Leben. Vielleicht nochmal Castle Locthwain, das kostet nur 2 Dingens. Ja, kannst du gern machen. Have fun. Die dritte Stufe ist nur ultra scheiße, aber er muss jetzt irgendwas machen. Der hat nur noch 3 Leben. Wir haben ultra viele Creature, die angreifen. Ja, dann ist er down. Ist bestanden. Mit dem Deck kann man noch abranken. Das ist gut. Sehr konsistent irgendwie. Schon fast gruselig. Aber das war weird, dass er da... Also Rakdos Rogues. Ach, oder war das der davor? Weiß ich gar nicht. Master Gero. War das, ist nicht irgendeine Anspielung bei Dragon Ball Z, Master Geo? Wir keepen. Das sind 2 gute Wincons. Plus ein Removal, das ist super. Mana könnte ein bisschen fies sein, weil wir Schwarzes haben. Bei der Hand in Ordnung. Dann wäre dafür erstmal Chevill zu spielen. Sogar Mire Triton. Nochmal Chevill. Chevill ist potenzielles Card Drop, ist schon super. Er muss nur eine Creature spielen. Boah. Kriegen wir den weg? Wir können es eh momentan noch nicht machen, weil wir noch nicht 3 Snow Permanents haben. Ich würde, glaube ich, erstmal aufbauen, damit Fynn gleich geiler rüberkommt. Das mit denen machen. Boah, Season Hollowblade ist fies für unser Deck. Nee, die nutzen wir noch nicht, weil wir noch nicht die Indestructible-Möglichkeit haben. Bei Season Hollowblade, das ist eine Karte, bei der muss der Gegner eine Karte discarden. Und dann wird die getappt und sie kriegt Indestructible bei einem 3-1er richtig unangenehm. Dass sie nicht zerstörbar ist und vor allem, wenn er gegen ein Death Touch Creature Deck halt eben spielt. Das ist super von Vorteil für den. Und die macht quasi aus jedem Removal einfach nur einen Discard-Effekt. Das ist schon echt unfair, was heißt unfair, aber unangenehm für uns. Ne. Brauchst du rüber. Den Killer kriegen wir aber gekillt. Ja, wir holen uns mal unsere Snow Source. Der will +1 kriegen. Einer von denen hat Life Gain, deswegen ist es irrelevant, wer das kriegt. Dann kommt rein. Und der hat 4. Das ist ein Counter. Der kann einmal removen. Ein Bone Crusher. Boah, das Deck spielt sich echt gut, wenn du noch einen Backup-Fan hast, weil sonst hätte ich jetzt Ultraschiss. Aber die müssen sie ja quasi auf den fokussieren. Das ist gerade die wichtigste Karte hier. Und machen sie auch. Was? Ach. Okay, letzten. Das ist Klatsch. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig stark. Boah. Uff, 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 uff. Und wir ziehen noch eine Karte. Das ist so ätzend für den gerade. Eieiei. Boah, das ist so eine Drecksituation für den gerade. Kriegst Mire Triton weg. Die Karte ins Spiel kommt, removed sie eine permanente, ein Permanent hier, zum Beispiel Creature oder ein Enchantment oder sowas. Ja, ich glaube, ich muss Skyclave Apparition nicht erklären. Ich glaube, jeder, der irgendwie auch nur annähernd an Magic interessiert ist, gerade in der momentanen Meta, der kennt die Karte. Aber ja, wir haben gerade die Illusion bekommen. Der kann quasi von 1 bis 4 Mana quasi, oder von 0 bis 4 Mana quasi removen. Und ich krieg dann nicht die Karte wieder, die geexalt wurde, sondern ich krieg dann eine Illusion nach der Converted Mana Cost. Er zieht 4 neue Karten. Ich glaube, aber es können fast schon vorbei sein, oder? Wenn ich den removen kann, kann ich... Oh, doch, kann ich, oder? Nee, kann ich nicht. Aber der Angriff ist super unangenehm für den. Und ich ziehe noch eine Karte. Leider kann ich die Karte nicht vorher ziehen, um meinen Removal zu ziehen. Zum bitter. Boah, das Deck brettert. Das Deck brettert richtig rein. Shit. Wir spielen Fynn natürlich nicht, weil Fynn hat die Legendary Rule, das bedeutet, dass es nur einmal gespielt werden kann. Das Deck brettert. Mit Lörres können wir den gleich removen. Noch mehr. Der braucht 3 Creature jetzt noch. 4 Mana. Oder er bringt ihn außer Reichweite für unseren Deadweight. Kann auch machen. Aber nee, der braucht selbst dann noch Creature, die blocken können. Auch gut. Aber reicht nicht. Deadweight. Ein Death Touch muss durchkommen. Jetzt sterben. Das war's. Das war's. Titel. Das Deck ist... Also, wir sind nur in Silber, klar, und die spielen gerade nicht die Meta-Deck so, aber... Das Deck ist schon der Wahnsinn. Okay. Logos Soldier. Schauen wir mal. Also gemacht, das ist so eine geile Hand. Ach du Scheiße. Mal direkt die Fable Passage raus, weil wir nichts für Turn 1 haben. Wir haben zwar eine Karte, die nur ein Mana kostet, aber das ist ein Enchantment Aura, die können wir nicht als Antwort auf irgendwas bringen, was er spielt. Boah! Hand wird ja immer besser. Ich spiele erstmal den Chevill. Und vielleicht eine Karte ziehe, wenn er jetzt eine Kreatur spielt. Eine Kreatur. Fynn muss jetzt schon raus. Fynn muss jetzt schon raus. Das hört sich irgendwie lustig an. Und ran da, Chevill. Dann removed. Ah, der Seite, okay. Auch zu schön gewesen. Und Eidolon. Das Gute ist, wenn es jetzt irgendwie schafft, Eidolon auch noch wegzuballern, können wir beide Call of the Death-Dweller wiederholen. Und Eidolon dann sogar noch mit einem Death Touch Counter. Also, der hat schon gute Synergien. Wieder Raktos. Oh, das sieht ja geil aus. Was ist das denn? Sick aus. Ich sagen, er kann nichts countern, er kann removen. Macht er wahrscheinlich auch. Nehmen wir das Risiko ein? Oder kaufen wir Lörres? Ich glaube, ich greife erstmal an. Also ich greife erstmal an. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den nicht wiederzuholen. Dann soll er sein Removal lieber auf eine von denen machen. Und ich kaufe Lurrus, weil er ist unter Druck, er muss jetzt was machen. Und Crusher auf Eidolon ist gut für uns. Wir können beide wiederholen mit Dingens. Das ist völlig in Ordnung für uns. Auch völlig in Ordnung für uns. Können wir alle wiederholen mit Lörres, ist überhaupt kein Ding. Oder noch ein Croxa? Weil auch das wäre nicht schlimm für uns. Mal Call the Death-Dweller. Ein bisschen brauchen wir echt mal Mana wieder. Was hier? Oh, das wäre jetzt natürlich interessant. Weiß ich sogar gar nicht. Hat das Deck No Counters und das sind Counter. Das ist krank. Dann countert das sogar hartes Eck. Das ist super. Also hartes Eck kann immer nur Kreaturen zerstören, wenn keine Counter drauf sind oder halt eben 3 Counter entfernen. Und die haben ja jetzt Counter. Aber nicht +1/+1 Counter, die normalerweise immer sieht bei Magic, sondern diese Menace und Death Touch Counter. Oh, das ist stark. Er kriegt jetzt 2 Poison-Dinger, safe. 2 Poison-Dinger in den Nacken rein. Alter. Jetzt mal ordentlich Novichok gedrückt von mir. Und, ich kann es nicht spielen. Falsch getappt. fast getappt, ich Idiot. Ich hätte auf den Graveyard gucken müssen. Oh. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, erstes Missplay im ersten Video im Kanal. Wobei, das sind bestimmt vorher Missplays gewesen, ich weiß es noch nicht. Den kriegt er down. Den kriegen wir aber auch down. Und wir ziehen Karten. Das war es zwar noch nicht, aber der ist... Das Deck ist super unangenehm. Das hier so ein bisschen als Joker jetzt quasi sehen. Ich spiele mal lieber... Ich spiele mal lieber Chevill. Wir haben noch 2 Removal auf der Hand, die haben wir die ganze Zeit auf der Hand gehabt. Haben wir nicht gebraucht, das ist schon krass. Ja, das bringt glaube ich nicht so viel. Sorry, Liliana. Game. Und geschlagen, Leute. Und geschlagen. Geil. Das ist ein geiles Deck. Das ist ein echt geiles Deck. Holy shit. So, ein Spiel machen wir noch. Ist super. Nicht gut. Ist das ein Mulligan? Ist ja nicht, ich weiß ja nicht. Na, wissen wir was vom Gegner? Boah, der hat dasselbe. Geil. Der ist liebst ich, nice. Good Horse. Das hätte ich nach Rakdos an. Oh, der teures Deck. Weil. Ein Companion, den man kaufen muss. Machen wir Legion, ich glaube, das ist zu langsam. Oh Gott. Boah, das geht nicht gut aus. Ich glaube, das ist der erste Loss. Aber man muss es auch geben. Ist auch in Ordnung. Ist in Ordnung, kann man verlieren. Ich gebe das Spiel schon auf, wo ich gar nicht weiß, was er macht. Aber wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben nur Removal. Removal Tribal. Wenn der jetzt Valky spielt, lacht er uns aus. Für das man Creature braucht, Alter. Das brauche ich ja gar nicht gerade. Lass mal noch ein bisschen im Dunkeln tappen. Dass wir... Fuck, was war nochmal? Was schwarz-grün für eine Color-Kombination. Oh, das ist gut. Den glaube ich sofort weghauen. Ich glaube, ich kaufe lieber Lörres, weil er selber noch nichts gespielt hat. Kann das cyclen. 3 Mana ziehe eine Karte, ist rein für mich. Man kann auch Weiß haben. Kann auch Weiß haben. Mitschreiten, geil. Bin ich easy removed. Ja, geil. 13. Oh nein, wir finden Land. Scheiße. Oh. Ein Land mehr und ich hätte zwei Karten. Beide Mire Tritons werden weg. Einen kann ich wegmachen. Vielleicht ziehe ich ja noch ein Land. Hm, das Falsche. Ah, egal. Ich hätte eh nichts gezogen. Ja, komm. Oh, das... Interessiere ich mich für Mire Triton. Ich habe genug Removal mit Lörres. Das ist egal. Croxa schon wiederholen? Aber Croxa gegen Death Touch und im Deck, für das es völlig in Ordnung ist, wenn Dinge im Graveyard sind. So gut ist das nicht. Wir brauchen aber definitiv noch ein grünes Mana. Deswegen wird Brawl nichts für bringen. Hm. Okay. Ich würde sagen, wir spielen Lurrus on Myers Grasp, damit der nur ein 3-3er ist. Dann wir Chevill spielen, damit wir damit irgendwann auch mal ziehen. Wenn wir Chevill spielen, kann er nicht angreifen, ohne dass er stirbt. Ich glaube, das ist gut. Dann spielen wir Lörres noch. Mana effizient, das gefällt mir. Vielleicht kann er einen Graveyard. Noch zwei Karten, um Croxa nochmal wiederholen zu können. Rankle. Dann bleibt mein Chevill aber noch. Ich ziehe gleich Karten. Ich weiß nicht, ob das so die gute Idee war von ihm. Danke, hilf mir weiter. Ich ziehe gleich 3 Karten. Sehr komisch gespielt von ihm. Also ich stoppe jetzt meinen Eidolon. Und meinen Myers Grasp auf den Kollegen hier. Und ziehe ich 3 Karten. Das ist ein geiles Deck. Ich kann ihn nicht angreifen. Ja, gerne, hier. Machen wir hier. Croxa ist nur eine 2-Mana-Kreatur quasi, ne? Vielleicht fast sogar noch eine Karte ziehen mit dem Foulmire Knight. Also die Rankle, ich habe das Gefühl, Rankle muss man wirklich spielen können, um ihn zu spielen, weil ansonsten ist es, ansonsten macht man damit super viel Scheiß auch einfach nur. Du Croxa nochmal raus. Und wow, was holst du denn damit? Eidolon, Lörres, wahrscheinlich, ne? Ja, hol ich einen Lörres. Hat er noch einen Village Rights von Lörres? Das Gute ist, dass der dritte Step nicht wichtig ist für uns. Each tapped creature deals damage to itself und wir haben alle mehr... Oh, da killt er sich auch wegen Dingens. Mal gucken. Kann jetzt für einen 2 Mana und ein Leben eine Karte ziehen, das ist super gut. Die Situation jetzt. Bounty Counter würde ich gerne. Wen kill ich denn? Das Ding ist, er wird irgendeine Möglichkeit haben, mir Lörres wegzunehmen. Weil du spielst eigentlich immer Crown War, entweder weil du ultra aggro werden willst, genau. Oder weil irgendwas, genau. So. Ist in Ordnung, kann er machen. Der kann da nicht unendlich viele Village Rides inseln. So, was machen wir denn jetzt? Wollen wir eine Karte ziehen? Sehr günstige Spells, das wird gut. Ja, dann. Mein Plan jetzt folgendermaßen aus. Foulmire Knights. Tja. Ich muss gleich angreifen, aber ich will generell angreifen. Kommt drauf an natürlich, was er jetzt holt. Oder ein Croxa wieder. Dann werden die Eidolons doof, aber dann wäre nur ein Eidolon doof. Wenn man noch eine zweite Creature holt, beide Eidolons weg, wären echt scheiße. Ist mir egal. Und noch 5 Mana. Der Croxa wiederholen. Ja, der guckt schon so im Graveyard. Ich will jetzt Croxa wieder. Und ich habe nur ein Land drauf. Das kann ich gerne wegschmeißen. Wie gesagt, ist nicht so schlimm, wenn wir nicht so viel Grün haben. Croxa. Wenn ich will, dass der jetzt weg ist. Ah, und wir ziehen nochmal. Theoretisch können wir eigentlich sogar nochmal. Ultra viele Länder. Ziehen wir doch mal mit dem Castle Locthwain. Oh. Ah, ich muss mit einem sogar angreifen. Ja, nichts machen. Wird er Fynn beseitigen oder die Eidolons? Sie sind. Alle Creatures sind scheiße da gerade für ihn. Ja. Guter Block. Hab ich ausgemacht. Kriegt dann noch 2 Counter dazu. Warum fladde ich denn genau jetzt? Zieh lieber gleich mit dem Castle. Alle machen jetzt damit selber fahren, meine Knight ist weg. Nämlich. Doch, weil er. Uff. Okay, das wird unser erstes hartes Match. Okay, wir haben nur bisher gewonnen, oder? Stimmt, ich meinte ja vorhin, fuck, dann verlieren wir 1, obwohl der Draw scheiße war. Oder Mensch, ist gerade zu dem Match, weiß ich nicht mehr. Wird schon so lange. Und X abwerfen, dann werfe ich mal schwarz ab. Wir haben so viele geile Karten im Deck. Und ich ziehe Länder. Kannst du machen, ist okay. Ist okay. Ist okay. Die überflatt. Auch nicht gut. Da wollte mich der Auto-Tapper auch noch ficken. Ah ne, ist egal. Oh, wie viel Land haben wir denn jetzt gezogen? So ruhig. Ach, es ist bitter. Attacke. So wie ich das sehe, ist das, was er spielt, ein Meta-Deck. Bisschen umgewandelt, weil ich Liliana sonst nicht kenne in dem Deck. Aber das zeigt schon so ein bisschen, wie gut wir trotzdem mithalten können. Ach, der Foulmire Knight ist weg. Fuck. Ich krieg 3 neue Karten. Sieht schlecht aus. Sieht echt schlecht aus. Ich glaube, das war dumm. Das war dumm. Ich hätte mit Croxa angreifen müssen, weil da hätte ich minus 3 gekriegt. Und dann mit Liliana nochmal minus 3. Da 3 Damage gerade verpasst. Also muss ich auf mein Leben achten. Komm on, Deck. Okay. Und eine Niederlage muss auch mal sein. Ja, das war's. Gucken, wie er es beendet. Tamar Red. Kurz zum Deck. Tamar! Ein Live Game kann Croxa. Alle wird hier wegpacken. Liana wird es mir gleich eh weghauen. Naja, das war's. Easy. Oh, das war bitter. Auch das ist Magic. Schauen wir uns nochmal eben kurz an, kurz Rekapitulierung. Also klar, der hat jetzt alles drauf gehabt, aber wir haben viel zu viele Länder gezogen. Und keine Karte, die uns richtig geholfen hat. Wir hatten kein einziges Mal. Auch am Anfang Call of the Death-Dweller, das wurde uns sofort rausgehauen von Croxa, glaube ich, aus der Hand. Damit hätten wir uns nochmal stabilisieren können, wenn wir davon einen hier geholt hätten. Wenn wir Lörres wiederholen können. Mit dem, weil ich hätte ultra lang noch Eidolons auf dem Feld. Mit denen vielleicht irgendwas removen können, mit Myers Grasp. Und dann nochmal so langsam Card Draw, aber mit der Anzahl an Ländern, die ich gezogen habe. War einfach schlicht nicht mehr möglich am Ende, das war... Ja, da ist dem Deck die Puste ausgegangen, leider. Gut. Das war's. Das waren jetzt erstmal die Matches. Ich habe euch das Deck so ein bisschen vorgestellt, euch ein bisschen gezeigt, was das Deck so kann. Wir haben jetzt vor allen Dingen viel gegen Creature-Decks gespielt, wogegen das Deck sehr, sehr gut ist, weil du halt mit Death Touch ultra easy removen kannst. Problem bei so einem Deck natürlich immer, da muss nur ein Control-Deck kommen und du bist schon am Arsch. Normalerweise. Ich glaube aber, dass das Deck hier super gut ein bisschen unten durchschlüpfen kann. Klar, wenn du am Ende dann so einen Lörres wiederholst und den dann für 3 Mana spielst, das kann man easy countern. Lörres kann man easy removen, vor allem wegen der 2 Defensive. Fynn zu removen ist schon ein bisschen schwerer mit der 3 Defensive, aber auch da haben wir das auch schon gesehen, dass der auch schon removed wurde. Chevill zu removen ist ein bisschen schwierig. Ja, und ansonsten eigentlich... Ich überlege halt die ganze Zeit, welche Matchups halt eben gut sind, welche nicht. Und wie gesagt, gegen Creature-Decks ultra gut. Gegen Control-Decks wahrscheinlich nicht ganz so gut. Wobei es kann auch sein, dass man da schnell ein paar sehr easy, Niedrig-Mana-Kreaturen rausspielen kann und dann einmal mit Fynn so Turn 3 oder sowas draufhaut. Und dann muss der Gegner wirklich achten, wie er danach seine Ressourcen verwendet, weil es echt knapp ist. Wir hatten ja dieses eine Match ganz am Anfang, wo dann direkt das Agonizing Remorse gekommen ist. Und das war halt viel zu langsam gegen dieses Deck. Turn 4 war dann direkt dann der Win. Turn 3 haben wir den schon in eine Position gebracht, echt unangenehm war. Und der eigentlich einen Boardwipe bräuchte, weil er sonst schon verloren hätte. Deswegen, das erste Video, Lörresberührung ist das Deck. Ich finde das ultra geil. Mir macht es mega Spaß, dieses Deck zu spielen. Man muss auch überlegen, um dieses Deck zu spielen. Man hat viele Optionen. Und irgendwie, also jetzt das im letzten Match nicht, weil wir da halt eben gefloodet sind, aber ansonsten, das Deck hat so einen Flow. Ihr wisst, was ich meine. Man hat irgendwie immer was zu tun. Irgendwie immer gibt es irgendwie neue Sachen. Du musst überlegen, wie kann ich gut, was ist eine gute Hand, die man keepen kann. Und vor allen Dingen, was andere Fynn-Decks momentan haben. Das hat dieses Deck nicht, nämlich dass es die einzige Win-Con ist. Und dass man irgendwie versucht unbedingt, also ich habe zum Beispiel ein Deck gemacht mit diesem der Wishclaw. Man musste einmal 2 Mana für die Wishclaw bezahlen, nochmal 1 Mana, um in deinem Deck quasi eine Karte zu suchen, um auf die anzunehmen. Und dann darf der Gegner das auch nochmal im Eimer machen. Viel zu umständlich. Dieses Deck schafft es irgendwie mit Hilfe von Eidolon, dem Card Draw, dass du halt eben trotzdem irgendwie an Fynn kommst. Irgendwann kommt Fynn. Und wenn nicht, kommt vorher Chevill. Und dann ziehst du immer noch mehr Karten, dann kommt trotzdem Fynn. Und Chevill, vor allem mit seinem Life Gain, holt dich dann irgendwie wieder aus problematischen Situationen raus. Deswegen, das Deck macht mega Spaß, es ist ultra flott und es gibt immer was zu tun. Deswegen kann ich nur empfehlen. Ist leider ein bisschen teuer. Wobei es geht eigentlich sogar. Also einmal Lurrus, einmal Chevill. Dann, ja okay, Fable Passage, aber die hätten wahrscheinlich eher rumliegen. Dann die Doppelländer vielleicht noch. Castle Locthwain. Ansonsten ist es eigentlich sogar ein relativ günstiges Deck, wie ich hier gerade sehe. Ja, also falls ihr noch ein paar Mythics und so weiter und so fort rumliegen habt oder Chevill generell schon habt und Lurrus, ja, genehmigt euch das Deck mal. Schaut ein bisschen, wie ihr es mit der Landbase macht. Da bin ich auch nicht so 100% zufrieden, kann man bestimmt noch was dran rumfixen. Beim hier zum Beispiel davon noch 2 holen, aber dafür sind mir bisher noch meine Rare Wildcards zu schade. Aber ja, genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, das war unterhaltsam. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, wir sehen uns dann bei zukünftigen Videos und bei zukünftigen Decks vor allen Dingen auch. Bis dann, ciao.